Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Witcher 3 Wild Hunt. Ja, es tut mir voll leid. Momentan habe ich nicht so viel Zeit und nicht so viel Lust aufzunehmen. Deswegen kam irgendwie wenig. Aber auf Witcher 3 habe ich jetzt schon seit Tagen voll Bock und jetzt habe ich endlich mal Zeit, das zu machen. Und jetzt können wir weitermachen. Yay! Ich bin nämlich voll gespannt, wie es weitergeht. Und wir gucken mal, was hier irgendwie am sinnvollsten ist. Hilf hier einmal bei seiner. Aha. Okay. Krach oder mit Mäusack? Wir stehen irgendwie am gleichen Ort. Das ist gut. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Und ich hoffe, wir kommen Ciri jetzt mal bald irgendwie ein paar Schritte näher. Okay. Diesen Ort hier finde ich echt verwirrend. Man läuft voll wie so durch so ein Labyrinth. Ah, diese Musik ist toll. Das Problem ist, wenn man auch nicht so viel spielt, dann ist man immer voll raus. Und ich habe voll Bock drauf, hier länger auch mal aufzunehmen. Aber das Problem ist, die Witcher-Aufnahmen sind immer riesig. Also die Dateigröße ist immer riesig. Das heißt, ich kann gar nicht so viel im Stück aufnehmen, wie ich eigentlich gerne wollen würde. Und dann muss ich erstmal wegrennen und dann muss ich wieder warten. Und das ist so ein bisschen nervig an dem Ganzen. Wo sind wir hier? Aha. Ach, wow. Oh, eine Pusteblume. Wir müssen jetzt erstmal Schnellreise machen, denn Mäusack ist gar nicht... Die sind auf Skellige. Ah, stimmt. Ich erinnere mich auch gerade, was wir überhaupt machen müssen. Wir müssen ja erstmal die Leute rekrutieren. Moment, dann muss ich mal gerade... Bevor wir hier... Muss ich erstmal hier gucken. Die... Was ist es? Waffenbrüder Skellige ist gar nicht so schlecht vielleicht. Aber wir können erstmal... Erstmal gehen wir nach Novigrad und sprechen mit Zoltan. Den mag ich nämlich voll gerne. Und den haben wir jetzt schon so lange nicht gesehen. Deswegen geht es jetzt nach Novigrad. Und wo ist denn der gute Zoltan? Das wird gar nicht angezeigt. Na toll. Okay, offensichtlich funktioniert der Sound wieder. Sehr, sehr seltsam. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu Zoltan. Wahrscheinlich bin ich zu einer ganz doofen Wegmarke gegangen, um mit dem zu sprechen. Aber egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Auf geht's. Oh, da fällt mir noch was ein. So, entschuldigt bitte. Es geht direkt weiter. Und wir sind bei Zoltan. Moment, da ist er doch schon. Hallo? Wir müssen ja erstmal die ganzen Leute zusammentrommeln. Zoltan, Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Oh, der war aber leicht zu überzeugen. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Ich dachte, wir müssen den jetzt irgendwie mehr überzeugen. So, dann gehen wir mal zu Vernon Roche. Moment, der Dijkstra ist doch viel näher, würde ich mal sagen. Vernon Roche ist doch immer in so einem Außenposten gewesen. Und Dijkstra war doch hier in seinem Badehaus. Der sah von weiter weg, sah der ein bisschen wie ein Assassine aus mit dieser Kutte in Weiß und Rot. Sehr lustig. Ach ja, ist es schön hier. Hier scheint auch gerade die Sonne. Hier ist es bestimmt nicht so kalt wie gerade bei mir. Ein Mädchen. Guten Tag. Was liegt denn hier? Predigt eines besorgt. Ach, das schon wieder. Oh, wo wir den Mörder nie gefunden haben. Das ist so doof. Was ich noch cool fände, ist, wenn man wirklich mit jedem hier irgendwie kurz plaudern könnte. Aber das wäre wahrscheinlich viel zu viel... Oh, wir müssen nach unten. Ups. Das Badehaus ist ja unten. Das wäre wahrscheinlich viel zu viel Arbeit gewesen, wenn man mit jedem hier so ein Gespräch führen könnte.
Die meisten sagen dann einfach nur la 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 oder irgendein Stuss. Aber sonst geht's dir gut von dir, von Sigi Räuben. Warum heißt er eigentlich mal Sigi und mal Dijkstra? Das ist doch der gleiche. Das hat mich schon mal sehr verwirrt. Das ist doch Sigi Räuben. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Tja, was will ich wohl? Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Ich kämpfe so gut, wie du tanzt. Und Kaer Morhen liegt außerhalb meines Einflussgebiets. Andererseits hätte ich meinen Besitz ohne dich nicht zurückbekommen. Hör zu, wir machen es so. Ich gebe dir eine pralle Börse, ich meine etwas mehr, und wir sind quitt. Ich will kein Geld. Einverstanden. Danke. Oh. Toll, Dijkstra. Ich dachte, du hilfst uns. Aber das habe ich mir fast schon gedacht, dass der nicht so einfach zu kriegen ist wie... Huch, ach, hier ist ja der Ausgang. Ups. Wie Sultan. Na, dann gehen wir mal auf zu Vernon Roche. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwie eine Schnellreise am besten benutzen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier sind auch noch ein paar Quests, die wir annehmen können. Oha, cool. Das werden wir dann vielleicht auch gerade noch machen. Dann haben wir noch ein paar Quests mehr, die wir noch machen könnten. Ich bin ja immer dafür, auch ein paar Nebenquests in Angriff zu nehmen. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? So, wo geht's hin? Hier, 7 Katzen. Denn da haben wir etwas auf dem schwarzen Brett zum Lesen. Ist klar. Aufruf. Ach, lol. Das ist, hier... Ja, wow. Das ist die Mission für Toussaint. Für Blood and Wine. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht machen. Ist ja Quatsch. Das Spiel haben wir doch schon durchgespielt. Mensch. Okay, hier gibt es doch... Hier gab es noch ein paar andere. Hier gab es noch eine Nebenquest. Die holen wir uns doch gerade einfach mal. Wenn wir schon mal dabei sind, hier jetzt gerade so alles abzugrasen... Warum nicht, ne? Auf geht's, Geralt. Hol dir die Mission. Wo war die denn jetzt genau? Ups, nein. Wir haben doch immer diesen Protestakquisitor. Ah, hier. Hier vorne. Im Inventar. Oh, müssen wir hier wieder ein Wettreiten mitmachen? Rennleiter. Noch ein Rennen? Nimmst du teil? Oh ja, warum nicht, ne? Ich will noch einmal teilnehmen. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Wir können das mehrfach machen. Das der Burggraf reitet inkognito. Ich muss also um Diskretion bitten. Okay. Ich habe seinen Namen sowieso schon direkt wieder vergessen. Teilnehmer in den Sattel. Auf 3. 1, 2, 3. Und los! Nichts ist so schmerzhaft. Ein Glück haben wir schon den super krassen Sattel und alles. Und ich schneide ja hier immer alles so ein bisschen, damit wir möglichst wenig Weg haben. Nein, 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 nein! Da habe ich ein bisschen zu sehr geschnitten. Der ist ganz schön da hinter uns. Auweia. Ja, die Bögen sind hier aber auch echt nah beieinander. Und wir müssen ja alle abreiten. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das könnte wirklich knapp werden. Mit unserer Pferdeausdauer, die ist nämlich gleich zu Ende.
So. Mein Glück erholt es sich recht schnell. Jetzt müssen wir hoffen, dass das reicht. Oh je, das könnte wirklich knapp werden. Der ist richtig nah bei uns. Nein, 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 nein. Blockier ihn. Komm schon. Her hören, her hören. Alter Leute, das ist so mega knapp. Hätten wir den nicht abgedrängt. Hätten wir nicht gewonnen. Ruhm und Ehre dem Sieger. Bravo, Glückwunsch. Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Gerade nicht. Reicht erstmal, danke. Können wir hier einfach so oft teilnehmen, wie wir wollen? Ernsthaft? Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Was geht hier vor? J. Hauptquests und Novigrad. Vernon Roche. Auf geht's. Es ist gar nicht so weit, aber trotzdem. Stimmt, der ist in diesem Außenposten. Alles klar. So, da sind wir schon. Hier ist das Lager von Vernon. Jetzt müssen wir nur Vernon finden. Oh, der hat sogar auch noch eine Nebenquest für uns. Für ein freies Temerien mit unserem Sorry fürs Anrempeln. Hexer können nicht die Puppen kriegen. Hey, Vernon. Gerald von Riva. Gesund und munter. Aber natürlich, was auch sonst. Du erwähntest ein Problem. Okay, fragen wir ihn erstmal danach. Du erwähntest ein Problem. Vielleicht ist er dann ein bisschen gutmütiger, wenn er uns helfen soll. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Alles klar. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Oh, das ist gut. Daran werden wir ihn erinnern. Beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Dann machen wir nämlich erstmal das, weil dann ist er nämlich... mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Huch. Quest verfolgt. Hallo, ich hab doch V gedrückt. Was soll das denn? Manchmal. Achso, hier ist es jetzt. Triffrosch beim Galgenhügel. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. War das ist ja voll weit. Oh, lass mich vorbei. Okay. Beim Galgenhügel. Oh, das ist ja echt gut, dass wir da eine Wegmarke haben. Das ist sehr gut. Sonst wären wir wieder ewig dahin unterwegs. Oh, hier hängen voll viele. Huch. Ich würde vielleicht auch nicht an ihm vorbeirennen. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichen an. Da drüben bleiben. Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Oh oh. Wir müssen helfen. Komm mit! Hoffentlich können wir da noch verhindern, dass irgendwas Schlimmes passiert. Rette Wes. Okay. Was haben wir denn? Quen ist gut. Vielleicht solltest du mal... Geralt, nimm doch einfach meine Waffe, ne? Kannst du meine Waffe rausnehmen? Wieso verprügelt der die? Wieso haben wir denn keine Waffe drin?
Was? Wieso? Wieso? Du willst mich doch verarschen. Wieso hat er denn keine Waffe ausgerüstet gehabt? Warum? Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Zieh doch mal deine Waffe, Mann, Geralt. Du regst mich so auf. Die können halt nichts, aber wenn du mit den Fäusten da rangehst, bringt das so mal gar nichts. Ah, okay. Wir sollten weiter. Mehr bringst du nicht zu Wege? Es war ein Nee! Machen wir das halt so mit Art. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Raus? Wie raus? Sie stehen doch draußen. Fran! Noch einer. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Okay. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, der Madama. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, apropos, ne? Ich bräuchte jetzt direkt Hilfe, ne? Geht das klar? 2 Erfahrungspunkte. Yay. Geil. Sprich mit Krach. Nein. Warum wählt er denn immer die Quest aus? So, wo sind wir hier? Malbertal. Das heißt, da hinten müsste doch eine Wegmarke sein. Oh, und außerdem ganz viel Loot. Oh je. Yeah. Na, da hier ist doch noch was. So, das reicht jetzt auch. Wir haben genug gelootet. Damit gehen wir jetzt wieder zurück zu Roche. Und hoffentlich können wir uns seine Hilfe sichern. Du nervst, Grauhaar. Oh, warum gehe ich denn hier immer falsch? Ich sollte auf die Minimap achten. Hi. Geralt von Riva. Gesund und munter. Na, wie immer doch. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Yes. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Ja. Es ist genau so aufgegangen, wie ich es gewollt habe. Voll gut, ey.
Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Moment, wir wählen erstmal aus, dass wir Nilfgaard machen. Oder? Die Nebelinsel? Was ist das? Geh nach Skellige. Okay. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Wir oder? Sprechen mal mit M hier. Oh. Hoffentlich hat das geholfen, dass wir gerade seinen Manta verschont haben. Na. Königliche Burg Wysimar.